Die Versammlung des Bestienrats, das war eine Sache, ne? Und heute kommt der Showdown des Bestienrudels. Was wird uns hier erwarten? Also, ich weiß es nicht, ich bin schon gespannt. Und ich habe mich auch dementsprechend am besten ausgerüstet. Das heißt, oben links habe ich Angriff Plus eingeschaltet. Und gleichzeitig ja noch ein bisschen was mitgenommen. Wow, es geht hier nach unten. Okay. Das wird interessant hier. Ist noch still hier. Vielleicht jetzt hier zu Beginn auch schon ein Secret oder so, ich weiß es nicht. Oh. Das ist der Levelabschnitt gewesen. Okay, sehr cool gemacht hier. Jetzt kommen wahrscheinlich Gegner, oder? Nein. Checkpoint. Das große Tor. Die komplette Gang. Was ist los? Was ist los? Was ist hier los? Ja, was ist hier los? Ich weiß nicht, ob die Waffe jetzt optimale Ziffer das ist, aber ich dachte so ein bisschen hier zum sich schützen, wieso nicht hier? Weil ich meine, das Land heißt ja Showdown des Bestienrudels, also. Oh, besiege alle Bestien im Startgebiet, okay? Heuer, jetzt mal eine Aufgabe hier. Eine geheime Mission hier. Wenn man sagt, dann eigentlich geheime Missionen, weil es gibt eigentlich in jedem Levelabschnitt, also Level hier 3 Stück. Die ersten zwei sind eigentlich immer beendet den Abschnitt hier, also das Level. Der zweite ist die Waddle Dees. Und die letzten drei sind so Überraschungen. Finde es eigentlich noch krass, weil immer die letzten drei sind immer was komplett Neues. Hier auch 5 Gesucht-Poster. Ich frage mich, ob hier auch was mit den Dings, mit den Feuerbällen zu tun hat. Werde nicht getroffen von den Feuerbällen vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, das könnte schon sein. Aber ich weiß es jetzt nicht. Jedenfalls wurde ich schon getroffen. Also wenn das wirklich so ist, werde ich nicht getroffen, dann könnte es schon noch eine heftige Mission sein. Ja, ich kann das Feuer auch mit nach oben. Ich hoffe, es ist nicht, werde getroffen, hey. Okay, und ich hoffe, das war jetzt auch kein Fehlweg in meinem Dings, was ich da gemacht habe. Ah, Nummer 1, oder? Ja. Also wegen meinem Angriff plus da. Und ich sehe hier halt keine Gegner oder sonst was. Die Gegner sind hier, da unten. Ja, muss wieder los! Boah, da ist aber extrem viel los hier gerade, was so Feuer angeht. Das ist schon was ein bisschen übertrieben, ey. Ich glaube, ich muss mich am besten eigentlich beeilen, aber eigentlich läuft ja keine Zeit. Ich könnte eigentlich immer hier schon easy warten. Und aber es gibt ja hier vielleicht versteckte Sachen, wie zum Beispiel da hinten vielleicht was, oder? Secret! Nein, Scherz. Hätte ja sein können. So. Ah, da komme ich auch nicht nach oben. Ich möchte das gar nicht ablegen. Ah, lass mich da raus. Ich kann mein Item nicht mehr nehmen. Hilfe, jetzt verschwindet es denn. Hey, wieso kann ich das Item nicht mehr nehmen? Ja, das war jetzt ein Fail, ey. Super. Ich weiß es nicht, ich habe die ganze Zeit gesagt, ey. Boah, Riesenhase. Okay, jetzt haben wir da dafür etwas Besonderes bekommen. Das ist auch gut. Hier ist nichts versteckt gewesen. Das ist ein spezieller Bereich. Hier findet ihr nicht auch. Ja. Kann man einfach so mega weit da hinten fliegen und so. Vielleicht gibt es hier einen Blue-Coin oder sonstiges Secret da hinten. Nein. So ein bisschen so eine Stelle. Weißt du, mit dem Big Ben. Diesem diese Uhr. Diese Uhr. Also ich glaube, das ist nichts, ne? Okay. Ja, der Schlabberfrosch da vorne. Wer erkennt ihn nicht aus der Wüste? LOL! Das ist ein Ritual. Die machen ein Hasenritual, ein Osterritual. Okay.
Ich weiß gar nicht, wo ich shoppen muss. Wow, das ist fies versteckt. Uiuiui, das Post-it auf der rechten Seite war fies versteckt gewesen. Hey! Okay, jetzt erwischt es mich dann bald, wenn das so weitergeht. Wie komme ich denn hier nach oben? Hä, aber den kann ich doch gar nicht so besiegen. Ich müsste doch aus... Oder? Den kann ich doch nicht so besiegen. Ich bräuchte irgendwie Wasser für den. Oder? Oder kann ich... Nein, den kann ich so nicht besiegen. Da muss was anderes sein. Da muss was anderes sein. Habe ich irgendwo einen Schlauch vergessen oder so? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Also da auf der rechten Seite ist doch was, oder? Nicht? Hä? Oder kommt es erst noch? Hä, das ist ja komisch. Weil normalerweise kann man die doch da mit dem Wasser easy bezwingen. Das ist komisch. Nein, sag nicht, ich muss denn alles hier hinlaufen. Oh, hier ist was, hier ist was. Nein, sag nicht, ich muss den ganzen Weg da nachher hinlaufen. Ne? Oh, da ist auch wieder was. Hey, ich weiß gar nicht, wo ich schauen soll. Überall kommen irgendwelche Attacken gerade. Der Schwierigkeitsgrad ist hier um das Doppelte gestiegen. Lol, und die Lava auch noch hier. Okay. Ja, eine rote Münze. Hä? Das ist mega komisch. Ich hab dich jetzt irgendwo verpasst. Da oben ist es, lol. Nicht im Ernst. Okay, das ist ja kacke gemacht, ey. Nein, wieso hab ich's... Ich weiß nicht, warum ich das immer ablege im Fall. Ja, da oben ist es. Ich habe ihn schon gesehen. Ich weiß nicht, wieso ich es... Wieso? Wie? Kann ich das Item nicht mehr nehmen? Ich werde wahnsinnig im Fall. Kann ich das Item nicht mehr nehmen? Das liegt doch da. Schau. Hier. Ja. Einer hat mir auch schon in die Kommentare geschrieben. Ja, du musst es nicht ablegen. Ich möchte gar nicht ablegen. Das ist ein Reflex gewesen. Das gibt's doch nicht. Boah, da hat die mega viel Essen hier. Ah, okay, gut. Das heißt, man geht trotzdem zurück und so. Man muss da ein bisschen aufräumen hier. Boah, okay, das ist Energie hier pur. Ja, das hätte ich davor gebrauchen können. So. Da gibt es einen Weg wahrscheinlich noch, um nach oben zu kommen. Ja, mein... Ah, nice, nett, okay. Ja, aber hey, hallo. Kommt jetzt da auch noch irgendwie eine Treppe oder so, echt? Wow. Alter, du bist eine kleine komische Kröte. Ah, sie geht nach oben, okay. Okay, Nummer 2. Wenigstens haben wir die Waddledees. Das ist ja eigentlich das Ziel, eigentlich hier auch immer. Was ist da hinten abgegangen? Was ist da hinten aufgegangen? Muss ich da hinten überhaupt durch? Ich glaube schon, das Tor ist ja aufgegangen. Ich denke schon. Okay. Hat sich irgendwie das Level jetzt kurz ein bisschen optisch verändert, oder meine ich das nur? Sind wir einfach so da reingingen und dann ist wieder irgendwas passiert. Egal. Wir stopfen uns voll, ey. Boah, wie das hier aussieht, ey. Richtig krass, ey. Ich weiß gar nicht, wo gucken, ey. Guck. Hier. Oh, ein Schalter. Ja. So. Ah, nice. Schutzschild für mich hier. Nett. Ja, macht. Okay, gut. Und da vorne gibt es auch noch ein Schutzschild, okay? Das haben sie gut gemacht. Moment, hat's hier noch was? Manchmal läuft das Level hier einfach so weiter. So. Schutzschild. Jetzt. Nice, das ist so cool. Wow. Wow. Okay, das ist... Das ist schon noch her, so. Wow, Alter, ich hab ihn verpasst. Du Büffel, hey.
Ja, ich guck dort und dort und dort. Ey, das ist ja richtig krasse. Die Lava laggt, die Lava laggt. Die. Hey, die Schlange ist richtig aggro da vorne. Mach mir da keine Angst, was läuft mit dir, ey? Shit. Geh weg, geh. Was läuft mit der, ey? Also, die ist ganz ruhig hier. Die andere ist richtig rollig gewesen, ne? So, oh, eine Treppe rechts. Ist hier nichts eigentlich? Sieht alles so secret-mäßig hier aus. Ich höre noch kein Kle. Ah, da oben ist der Bordel, die oben links. Oben links. Und da brauchen wir. Ja, die Treppe. Aber wie soll ich die Treppe holen? Oder muss ich trotzdem mit dem darüber? Oder es gibt noch. Nein, da komme ich nicht drüber. Okay, das heißt, wir müssen woanders hin. Hey, da ist ein Poster rechts. Und ein Snowman. Snowman! Okay, also da komme ich auch nicht gerade durch. Ich weiß nicht, wo es entschlang wird. Ja, wieso habe ich den Schneemann besiegt? Der hätte mir jetzt. Oh, cool, jetzt kann ich wahrscheinlich irgendwo hinziehen oder so. Nicht? Für was habe ich das jetzt bekommen? Ich brauche eine Fähigkeit. Wow! Ja, eigentlich hätte ich mal blocken können. Das wäre wahrscheinlich hilfreich gewesen. Und darin befindet sich. Was ist da hinten? Ist das ein geheimer Raum? Ey, aber was ist denn da hinten alles los? Was ist denn hier? Oh, ich komme nicht mehr. Was ist. Ich muss doch nach hinten. Jetzt zeigt es auch einen Pfeil nach oben. So, weg mit diesem Poster. Da oben zeigt es nach oben, aber ich komme nicht nach oben. Und der Waddle, die ist auch noch dorthin. Außer ich käme von oben dorthin. Das ist schon ein bisschen mega komisch. Lass den Wind sehe ich auch noch da oben. Das ist schon ein bisschen komisch. Ah, oh, jetzt habe ich es, lol. Oh mein Gott. Jetzt hat es Klick gemacht. So. Oh mein Gott, jetzt habe ich ein bisschen lange dafür gebraucht, aber egal. Das Secret, wie man die Treppe befreit. Einfach von der anderen Seite. Hallo, ich laufe doch dort hinten noch nicht weiter. Hey, ist da hinten auch noch was? Ich kann doch nicht, da hinten ist sicherlich ein neuer Levelabschnitt oder irgend sowas, wisst ihr? Wieso kann der da hin? Weiß nichts. Ja, zum guten Glück bin ich nochmal zurückgelaufen, ne? Ah, kleine Osterhasen hier. Oh. Und Verkehr hier. Wo bin ich? Hey, raus hier. Da vorne schreit ein Kleiner. So, jetzt nehmen wir, glaube ich, Tornado-Effekt, weil ich denke, das können wir mit dem ein bisschen abkürzen. Nummer 3. Yes. Okay, das läuft gut. Oh, abkürzen hier. Okay, mega nett hier. So, und irgendwie nach oben zeigt es und nach oben. Aber was sind das hier für Klauen? Was sind hier das hier für Klauen? Ist es von der Katze? Weil ich glaube nicht, dass ich da etwas machen könnte, oder? Oh, shit. Okay. Es zeigt immer nach oben, aber ich denke, das heißt hier nach oben oder so. Ich hoffe es mal. Da vorne ist einer. Okay. Also eigentlich ist das so ein bisschen so ein Abschnitt. Von nicht Bossen, sondern von vielen kleinen. Hey, jetzt sind wir im Wasserlevel. Sind vorher noch andere Levelgebiete gewesen? Habe ich mich jetzt nicht so drauf geachtet. Und ich glaube, wir brauchen da dieses Türmchen brauchen wir. Weil ohne dieses Türmchen oder das Dings, der Wind. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich dieses Dings, dieser Kreis.
weiß nicht mehr, wie er hieß. Ja, dass ich da wahrscheinlich mit dem Schiffchen dann nachher durchgehe. Da ist... One shot. Ey! Nein! Okay. Wow, Alter, das sind viele Schnappis, ey. LOL! Okay, ich hab's noch... Da vorne ist das Schiff, jetzt brauche ich irgendwo noch diesen Ring. Da ist er am Boden. Okay, 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 wir sind gut, wir sind gut. Nein, jetzt, wieso lege ich es wieder ab? Hä, ich könnte mich echt... Jetzt kann ich es nicht mehr nehmen, oder? Ich weiß nicht, warum ich das immer mache. Entweder vertausche ich die Tasten oder das passiert einfach wieder. Zeig mal, ey. Ja, jetzt geht's, weil das genug weit weg war. Hier auf der rechten Seite ist noch ein Poser. Bam. 4 von 5. Oh. Aber wir sind noch nicht so am Ende, oder? Ich glaube, wir finden noch das letzte sicherlich noch. Ich glaube, wir sind gut. Aber es sind einige Fails passiert. Also trinken wir hier einen Energy Drink. Und gehen weiter hier. Weil jetzt können wir die hier killen hier. Hey. Tag, Tag, hey. Tag, hey. Hey. Der lebt noch. So. Ich hoffe, wir müssen nicht irgendwie so einen Strudel rein oder so, hey. So. Weg mit euch. Hey, was ist ein komischer schwarzer Tank? Hey. Okay. Viele Strudel. Ich hoffe, wir müssen da nicht irgendwie runter. Es ist so schon ein bisschen merkwürdig, so viele Strudel hier. Strudelwirbelstürmchen hier. Ist alles an der Seite irgendwie. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber wir müssen da rein. Yes! Oh yeah! Nice, okay, okay, okay. Richtig gut gemacht mit diesen kleinen Mini-Puzzles. So, jetzt haben wir den Raum abgecheckt, oder? Ich hoffe es zumindest. LOL! Ja, hallo, ich habe doch dann Schwimmring und ich kann nicht schwimmen. Was soll denn das hier sein? So. Ey, eine Bombe. Das heißt, da oben ist was versteckt. Stehen bleiben! Also da oben... Die Frage ist hier. Es muss hier was sein. Also entweder ist hier was versteckt oder es ist für den nächsten Levelabschnitt gedacht. Weil wenn man so eine Bombe sieht, dann ist es immer was Verdächtiges. Glaub mir. Glaub mir. Aber ich habe das Gefühl, dass es vielleicht für den nächsten Raum gemeint ist. Vielleicht kommt irgendwie ein Moment, wo man jetzt alles schnell besiegen muss oder so. Ich weiß es nicht. Weil für irgendwas ist der jetzt gedacht. Jetzt zeigt es auch wieder nach vorne. Da vorne wird geflogen danach. Seht ihr was? Das ist so, ey, ich sehe was, was du nicht siehst. Es ist rund und steht vor mir. Oh, oh, oh. Okay, und es ist rund, es ist rund und es ist rund. Vielleicht haben sie es für das gemeint. Boah, die sterben ja nie. Okay. Ist das ein Secret gewesen? Das war doch eine coole Show, oder? 10 von 10, oder? Hallo, ich habe meinen Helm geopfert. Ich hoffe, ich muss den jetzt nicht mitnehmen. Aber ich denke schon, dass er vielleicht für das gemeint ist. Also gedacht ist. So, jetzt fliegen wir durch die Lava. Lava, Lava, Lava. Okay, die Show beginnt erst jetzt. Aber wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wer weiß den Weg hier? Boah, das ist aber heftig gemacht. Ich weiß gar nicht, wo schauen. Links, rechts. Hey, es wäre so fies, wenn hier noch ein Poster kleben würde irgendwo. Aber ich glaube, das kommt wahrscheinlich gegen den Schluss, habe ich die Vermutung. Und irgendwo ist sicherlich ein Wardle, oder?
Ja, einer fehlt mir noch. Die verstecken die immer da irgendwo am Schluss oder so. Am Schluss oder am Anfang? Links hier, Secret Raum hier. Secret. Ja, Secret hier. Hier gibt es eine Kinderüberraschung. Kostenlose Ziehung. Alter, ich... Wow, nochmal ein Windrad. Oh. Jedes Windrad ist die Quest. Ich wette es. Da ist er, da vorne ist er. Ich habe ihn ja. Ich glaube, wenn man jedes Windrad aktiviert, aktiviert man den Waddle Dee. Gibt es sonst noch was hier? Hallo, ich sehe nichts. Wow, das war knapp. Das war eine aufregende Tour. Mir fehlt noch ein Poster. Hallo, wissen Sie, wo das alte Poster ist? Poster ist... ich frag mich, wo es gibt. Nein, ich will nicht nochmal in dieses Level rein. Oh, was ist da hinten? Ne, die Riesenkröte. Ah! Nein, wieso habe ich den abgeschossen? Den brauche ich sicher. Der kommt doch sicherlich nochmal, oder? Ja, weil das Geile wäre... Da muss ich doch etwas mit dem noch machen. Irgendwas fehlt mir hier. Ein Dings, so eine... So irgendwas zum... Ja, das Wasser da oben irgendwie. Etwas fehlt mir hier. Aber das kommt wahrscheinlich eher weiter vorne. Ja. Das erinnert mich an den Anfang. Am Anfang hat es auch mal so eine ähnliche Stelle gegeben, wo man da kurz im Kreis gelaufen ist. Da ist das Poster. Oh mein Gott. Hier, für dich. Wow. Wo ist denn was hier noch verstückt? Kann ich das so nehmen, das Poster? Nein, wie soll ich denn das Poster jetzt nehmen? Aua. Hey, hallo, ich will das Poster. Kann ich da ein Steinchen nehmen? Ja. So. Yes! So macht man das hier, wenn man nichts hat. Okay, jetzt komme ich. Bam! Jawohl! Jetzt ist sie gleich nackt gewesen, die kleine Kröte, hä? Gleich den Panzer verloren, ne? So, okay. Ah, okay. Ja, und jetzt kommen noch tausende von denen da hinten. Die kommen einfach aus dem Nichts. Wer hat euch hier wieder beschwört? Hey, hallo. Hey! Hilfe! Ich bin zu langsam gewesen. Boah, ich hätte es fast noch geschafft, rechts rüber zu gehen. So schneller. Oh, hey, das ist ja echt krass, ey. Von jeder Seite passiert dir was, ey. Da hat es irgendwo noch eine blaue Kiste gehabt. Ist dort echt was Wichtiges noch drin gewesen. Waddle Dee haben wir, ne? Okay, Hilfe! Das war's. Boah, krass. Das ist eine Riesenkröte. Das ist der Schloss. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Ich habe einfach so ein Gefühl, dass ich irgendwie... Ja gut, so schlecht bin ich eigentlich nicht gewesen. Eine Aufgabe ist übrig. Jetzt kann ich nicht mal sagen, ja, da ist doch irgendwas. Ich weiß nicht, was das sein könnte, die letzte Aufgabe. Echt. Vielleicht habe ich sie abgeschlossen. Stürze während der Verwendung von Kegelstopfer nicht in die Lava. Das ist am Schluss gewesen. Wäre schön gewesen, wenn ich das jetzt abgeschlossen hätte. Das ist übrigens genau der Schluss, übrigens, wo ich dann in die Lava gefallen bin. Wo die Lava kurz so schnell nach oben gekommen ist. Also ich glaube, das ist der einzige gewesen mit Kugelstopfer eigentlich. 32. Haben wir überhaupt so viele hier? Ich glaube schon. Das ist echt doof gemacht. Jetzt müssen wir das ganze Level nochmal machen bis zum Schluss und dort schauen, dass man nicht in die Lava runterfällt. Okay. Ist das irgendwie so ein Affe dort abgebildet? Kommt der Affe wieder zurück? Echt? Ja, dann machen wir noch schnell diese Mission. Und abgeschlossen. Endlich. Da habe ich das Ganze eigentlich so gemacht. Ich zeige euch das schnell.
vollstopfen. Und ich habe da hinten gewartet, bis er einen Schuss gemacht hat, glaube ich. Und da hinten wird man ja nicht getroffen. Da bin ich losgerannt. Jumpsprung. Da kurz Sprung. Auch nochmal ein Sprung. Und darüber. Okay. Und dann ist mir das passiert. Lol. Ganzes Level wieder von vorne. Später war ich ein bisschen vorsichtiger hier. Oder in anderen Worten, habe ich die einfach geskippt. So, so und so. Und da habe ich ein bisschen Pause gemacht. Und bei der Stelle, da habe ich es auch ein bisschen langsamer angegangen. Hier rüber. Ich hatte so Panik, weil das was passiert. Weil, wisst ihr, man muss das ganze Level wieder von vorne machen, wenn man da in die Lava fällt. Sprung. Und... ja, geschafft. Ja. So, das Tipp nebenbei, das Level kannst du ja sehr gut mit diesem Tornado abkürzen. Hier kannst du bis zum zweiten Auto eigentlich hingleiten. Und mit dem zweiten gehst du einfach weiter nach vorne. Auch in diesem ersten Raum, da kannst du dich auch schnell easy darüber gleiten hier mit dem Tornado. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Auch der Rückweg, da musst du nicht oben durch, da kannst du easy schnell dich da unten durch, da schnell springen. Das geht sehr, sehr schnell eigentlich. Auch hier funktioniert die Tornado-Funktion sehr gut. Da kannst du vieles abkürzen auf der rechten Seite. Gehst du einfach geradeaus weiter hindurch und kürzt am besten ab. Gehst sofort laufend weiter eigentlich. Und dasselbe kannst du mit der Tornado-Funktion auch hier durch das Wasser machen. Das geht wirklich hervorragend schnell eigentlich. Und der letzte fliegt auch noch nach Hause. Also dieses Level war wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Aber es war auch sehr anstrengend, wenn man etwas vergessen hat oder wenn man irgendeinen kleinen Fail gemacht hat oder so. Dann war es mega mühsam, das ganze Level wieder zu machen. Gut, das war es auch gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.